Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 3, also GTA 3. Ja, wir müssen immer noch zwei andere Fahrzeuge jagen. Also, das, was wir ja angefangen haben mit dem ersten Teil, den einen haben wir schon gekriegt auf jeden Fall. Das ist immer gut. Gut, dass ich hier keine Zeitbegrenzung drin habe, wie lange ich für eine Mission brauchen darf. Geht wieder raus. Ja. Oh Gott. Sag mir nicht jetzt, dass das Ding. Oh, leck mich doch am Arsch. Sag mir nicht, dass das Ding gerade selber hochgegangen ist. Energie. Das habe ich jetzt gerade gemacht. Ich glaube, wir haben echt tatsächlich... Ja, der hat eine selber hochgegangen. Geil, wir brauchen noch ein Auto. Der eine hat, ich weiß nicht wie, aber der eine hat sich gerade selber gerammt. Ja, schön. Sehr, sehr schön. Vorne ist der Kollege. Gut, dass sie kurz der Scheißegal ist gerade. Wir müssen ja alle letzte noch jagen. Es war mir klar, dass auch ein scheiß Taxi angeschissen kommt. Der raucht immer noch weiß, das ist das Problem. Jetzt ist er weg. Perfekt, dann haben wir da auch alle drei erledigt. Aber bumm, und wir kriegen 20.000. Super. So, wir sollten dringend mal zum Ammunition neue Munition kaufen für die Waffen. Wer weiß, wofür das am Ende noch gut ist. Frage ist, wo ist denn einer? Ich mache gleich noch eine T-Mission. Aber in erster Linie möchte ich gerne mal eine. Ach, es gibt sogar eine Karte. Sicher oder was? Ey, Elektro-Top. So lange dürfte dieses Let's Play eigentlich auch nicht dauern. Also da ist noch eine Mission, kam mit dem Telefon, aber ich suche eigentlich jetzt gerade nur Ammunition. Außer Phänomen und GTA. Je nachdem, in welchem Auto man unterwegs ist, umso höher ist die Spawnrate genau dieses Fahrzeug. Da war gerade ein LKW, ich habe noch keinen einzigen auf der Straße gesehen. Naja, aber wie gesagt, wir haben ja Gott sei Dank schon die Automission erledigt. Wie gesagt, ich kann mich an diese Mission erinnern.
Ich kann mich auch noch andere erinnern, ja, aber. Sorry, wenn dieses Spiel aber da mal ein bisschen hakt, es ist immerhin 18 Jahre alt. Sieht keiner wohl nicht. Keinen Ammunition gerade irgendwie. Warte mal, ich kann die Bullkarre einfach klauen. Natürlich nicht. Das Gute ist, hier kann man Taxis auch klauen. Hier in der GTA 5 kann man solche, glaube ich, aber glaube ich nur mitfahren. So. Pizza. Ist hier kein Ammunition? Nein, halt nicht. Dann machen wir es halt so. Irgendwie. Hau doch mal. Geh doch mal weg. Der Geldbote. He's off making people bleed. Or trying to. He'll never be as tough as his pop. But he left you a note on the table. The laundry has agreed to pay. You did real good, kid. Go collect the cash and bring it back here. Watch out for the triads. They may be shoving a firecracker up your ass. But don't take no crap. Nobody, I mean nobody, messes with Tony Cipriani. Mm-hmm. So, wir haben ein Ziel. Oh, fei, meine Fresse. So, wir brauchen tatsächlich scheinbar keine Waffen. Ansonsten haben wir ein dickes Problem. Ansonsten müssen wir nicht zum Kaufen gehen. Und ich weiß, beim Gutes will ich diese Ammunition, weil ich keine Karte kriege. Wollt ihr auf uns schießen? Irgendein Geldkoffer. Shit, wir müssen mit der Karre abhauen irgendwie, oder was? Leck mich doch am Arsch! Die wollten auf jeden Fall was von uns. Komm her! Gib mir mal dein Auto! Spiel ich jetzt wieder oder was? Oder sollen wir abhauen einfach nur? Mein Gott. Oh, da kommt der nächste angelaufen. Scheinbar ja. Ich glaube, sind die alle zum Fahrzeug unterwegs. Einer hat sich das Taxi gekrallt.
Der ist tot. Ja, bring das Geld zu Toni. Aber weil mich der eine jetzt noch in der Schoss hatte, der daneben rumstand. Ja, wir haben wieder die Mission verkackt. Das kackt mich doch gerade. Jetzt kackt mich das gerade halt. Geil, wir hätten es eigentlich geschafft. Wir hätten nur das Geld wegbringen müssen. Aber wenn mich doch noch ein Random erschossen. Ja, geil. Boah, ich sehe jetzt was gerade. Geil, wir müssen nochmal die Mission machen mit dem Geld, mit dem scheiß Geldkoffer. Weil er mich eine schön aus dem Auto noch gezerrt hat. Gut, dann probieren wir es halt nochmal. Der Geldbote. Kennen wir ja mittlerweile. Wir hatten sie! Und wegen der Kacke habe ich jetzt keine Waffen mehr. Ja, was machst du? Ja, steig ein! Oh Mann! Warte mal gerade ganz kurz, mich kackt gerade da irgendwas an. Und wieder nicht geschafft. Das kackt mich doch an. Mann, da willst du denn das scheiß Auto absteigen und abhauen? Nö, machen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wofür? Und ich habe keinen. Es gibt keine Ammunition auf dieser Karte. Oder ich finde ihn einmal. Ich bin einfach so blöd, ihn zu finden. Ich bin einfach zu blöd, ihn zu finden gerade. Das nervt mich gerade so ein bisschen. Ja, genau in dem Moment, wo ich das Taxi holen will, kommt ein scheiß Kopf um die Ecke. Und gibt es hier keinen einzigen Ammunition. Die Kopf sind mal wieder los.
Ja, das Telefon sehe ich, aber gibt es hier keinen einzigen scheiß Nomination, der angezeigt wird, der hier? Ansonsten müssen wir was anderes tun. Warte mal, was ist da vorne? Doch. I don't need to send the ID. You look trustworthy. So. Der muss ja mal erstmal angezeigt werden. Hey, it's all about the money. That's a taste of corn on the cob. Okay, dann geht's da nicht weiter. So. So. Okay, dann müssen wir nochmal probieren. Es kann doch nicht sein, dass wir die Mission nicht packen. Der Geldbote, nochmal. So, den Mafia-Fagen holen wir uns. Mit dem fahren wir jetzt natürlich ein bisschen durch die Gegend. Okay, es gab einen Mafia-Wagen, der... Aus GTA, bei City, da gab es einen Polit. Der hatte ein bisschen Blaulicht drauf, okay. So, jetzt bin ich da zumindest mal raus aus der Situation. So, zweimal weniger. Da. Irgendwann muss auch mal gut sein. Der eine stand in der Ecke und hat gechillt da, daneben gechillt. Wunderbar. Ach, ich bringe wieder Energie. Und wir haben hier schön Krieg mit den ganzen Triaden. Was auch nicht der Plan an der Sache war oder ist. Oh, Gott sei Dank habe ich die Typen. Gut, dann bringen wir das Geld jetzt zu tun. Dann haben wir es jetzt tatsächlich auch beim, keine Ahnung, wie viel mal gepackt. Warte mal. I got all your own defense needs.
So, Munition mit aufnehmen. Also kann ich die Frage, kann ich die jetzt... You want a license too? So, Munition ist aufgefüllt. Na? Eigentlich wollte ich in den Mafia-Wagen steigen. Wir bringen das Geld kurz weg. Wir rennen ja immer noch mit dem Geldkoffer durch die Gegend. Den wir ja von den Triaden gemobbt haben. Und da stehen wir noch unser Taxi. Mich unerfüllt. 10.000 haben wir gekassiert. So. Aber den nächsten Teil würde ich sagen, gehen wir dann im nächsten Part an bei Let's Play GTA 3.